Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf Dalbert TV. Ein Spiel, was ich schon länger ins Auge gefasst habe, aber bisher noch nicht dazu gekommen bin, es auszuprobieren. Das Spiel Valheim, das wollen wir uns mal anschauen. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wie das Ganze laufen wird von der Dauer her. Erstmal schauen, wie es mir gefällt. Ist etwas anders wie das, was ich sonst so spiele vom Gameplay her. Und ich glaube, Storyline gibt es auch. Ist ein Early Access Spiel. Wir starten einfach mal durch. Ich habe hier einmal so einen Testcharakter gemacht, damit ich mal gucken konnte, wie die ganzen Sachen mit den Einstellungen so laufen. Wir machen natürlich einen neuen. Ja, ich glaube, ich nehme mal wieder ein Weibchen. Kann man da so? Ja, die Haare gefallen mir, glaube ich, ganz gut. Der Rest ist okay. Und wir nennen sie Daddelinchen. So. Und dann starten wir direkt mal durch. Und ich hole euch. Oha, jetzt habe ich es auch noch falsch geschrieben. Kann ich das nochmal? Na, ist egal. Bleibt sie jetzt so, wie sie ist. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Spiel starten, starten. Okay, so, da kommt jetzt ein Ladebildschirm und gleich kommt ein Intro. Ich halte jetzt die Klappe und hole euch dazu, sobald das Intro wieder vorbei ist. Oh, da sind wir gelandet. Das Wetter hat sich verbessert. Wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht. Irgendwie tropfen wir noch. Ich vermute, wir erholen uns noch vom Regen. Und hier vorne steht ein Rabe mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf. Das kennen wir ja schon. Das heißt irgendwie Quest. Also quatschen wir den mal an. Willkommen in der 10. Weltkrieger. Ich bin Hugin und ich wurde an diesem Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Okay. Weg ist er. Das sind wahrscheinlich die Dinger hier, die er meint. Okay. Kann man da irgendwas mitmachen? Opferstein. Lesen. Wanderer, schau, schau zu deinen Füßen, schau, was du tust. Du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen. Du wirst es büßen. Wir ziehen dich herunter. Du brauchst einen Sarg. Okay. Trophäenhaken. Ah, okay, da müssen wir. Okay, also müssen wir da vielleicht irgendwas dranhängen und dann öffnet sich da was. Keine Ahnung. Schauen wir erstmal weiter. Ach, guck mal, da ist wieder der Rabe mit dem Ausrufezeichen. Gehen wir direkt weiter. Der Stein ist ein Weg. Fegvisier? Keine Ahnung, was das bedeutet. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierungen für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Aigtyr preis, deiner ersten Beute. Da diese Bestie übrigens mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Okay, also ist das hier quasi der erste Gegner, den wir uns nachher ranholen sollen in der Story, sollen uns aber erstmal ein bisschen ausrüsten. Das kriegen wir wohl hin. Platzt du jetzt wieder oder fliegst? Ah, ne, er fliegt weg. Okay. Und er platzt da oben wieder. Auch nicht schlecht.
Gut, ich muss gestehen, ich spiele nicht auf den höchsten Einstellungen. Ich zeige euch das mal einmal ganz kurz. Ja, wobei, so schlecht ist es auch nicht eingestellt. Also das liegt jetzt nicht an mir, das liegt an dem Spiel, dass das so ein bisschen pixelig ist alles. Ich finde es jetzt aber gar nicht so schlimm. Ich finde, das passt auch so ein bisschen zu diesem, ja, ich weiß nicht, Wikinger-Thema. Gut, ja, ich habe überhaupt keinen Plan, was wir machen müssen. Ich laufe jetzt einfach mal wild rum. Da sind Tiere. Mal gucken, ob ich da irgendwas mit anstellen kann. Ausrufezeichen, Hirsch. Okay, man levelt also wahrscheinlich durchs Laufen, also dadurch, dass man Dinge tut. Ich verprügel jetzt den Hirsch. Oh, jetzt wäre ich da fast runtergeplumpst. Okay, also ein Hit. Ich muss hier noch ein paar Mal treffen. Springen geht auch. Ah, ich sehe gerade, wir haben Ausdauer. Unten in der Mitte der Balken. Ja, ich glaube, den Hirsch kriege ich nicht mehr. Wobei der jetzt zu den Steinkreisen gelaufen ist. Steht er da noch irgendwo? Nö, ist weg. Okay. Gut, ja, dann lass uns einfach mal ein bisschen rumgucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Gibt es eine Karte? Jo, gibt es. Also, wir sind wohl hier. Hier ist Wasser. Würde ich sagen, laufen wir einfach mal Richtung Wasser. Das wäre dann wohl hier lang. Jo, machen wir mal. Und gucken mal, kann man hier irgendwas abbauen? Nö, sieht nicht so aus gerade. Kann man was auf. Ah ja, hier, Äste aufheben. Wow. Neuer Gegenstand, Fackeln. Ah, okay, also wenn ich Items aufhebe, das kenne ich schon aus anderen Spielen, dann kriegst du die entsprechenden Rezepte dazu. Würde ich sagen, basteln wir uns jetzt eine Keule, da brauchen wir 6 Holz für. Valheim Kompendium. Okay, das sieht sehr komplex aus. Ja, arbeiten wir uns Stück für Stück durch. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wir können Äste sammeln. Ich habe schon wieder irgendwas verbessert. Was liegt hier noch? Pilze. Nehmen wir natürlich auch mit. Kurz noch die Info am Rande. Das Spiel wurde von Iron Gate entwickelt und von Coffee Strain gepublished. Für die Leute, für die das interessant bzw. wichtig ist, habe ich mir das auch mal rausgeschrieben, um das mal eben zu erwähnen. Ich habe es bei Steam geholt, das Spiel, für, ich glaube, 16 €, 16,50, irgendwie sowas. Es ist im Early Access natürlich, also Bugs, Fehler und so weiter sind im Prinzip schon. Ich habe irgendwas Neues eingesammelt, vorprogrammiert. Ach, guck mal. Irgendwas mit Stein. Keine Steinaxt bauen. Oder ein Hammer. Okay, das ist schon mal cool. Dann lass uns mal ein bisschen weiterlaufen. Hier gibt es Pilze ohne Ende. Busch, kann ich mit dir irgendwas machen? Ich verprügel dich. Ei. Harz habe ich bekommen, okay. Pilze nehmen wir mit. Ich denke mal, das wird uns nachher als Nahrung dienen. Und das hier sieht aus wie das Wasser. So, dann lass uns jetzt mal gucken. Die Keule wollte ich gern haben. Haben wir. Und jetzt vielleicht noch eine Steinaxt, um Bäume zu fällen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Holz und noch mehr Steine. Halt, wie rüste ich denn jetzt irgendwas aus? Hier. Aua, was bist denn du? Ah, da oben. Zwei. Muss das so? Ich glaube, wir haben gewonnen. Irgendwas liegt hier. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Da kommt schon der nächste. Na, das gefällt mir. Adios. Noch mehr? Oh, da ist der Rabe wieder. Quatschen wir mal mit dem. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Okay, vielleicht hätten wir die doch zuerst bauen sollen. Und er explodiert wieder. Ich mag das. Explodierende Vögel sind super. Ah, okay, ich kann mit meiner Keule wohl auf Büsche hauen. Und ich sehe gerade oben, meine Keule verliert auch Haltbarkeit. Vielleicht sollte ich das dann doch nicht tun. Ah, eine Fackel hat er. Fackel und Keule gleichzeitig. Das ist ja nett. Ja, wir brauchen mehr Holz. Also haue ich jetzt hier die Büsche klein. So lange, bis ich Holz reinkriege. Habe ich gekriegt, 2 Stück. Okay. Bums, haben wir auch. Nochmal 2 Holz. Schön. 4 Steine. Jetzt brauchen wir noch Steine. Der sieht doch aus wie ein Stein.
Ach, das ist nur der Rabe, ne? Den brauche ich nicht verprügeln. Was sind denn das immer für Striche hier? Keine Ahnung. Quatschen wir mal. Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Und er fliegt weg, um dann gleich in der Luft zu explodieren. Das kennen wir ja nun schon. Da ist ein Dings. Wenn ich dich jetzt mit der Keule haue. Okay, vor der Fackel hast du Angst. Was ist das für ein Ding? Was ist das? Runenstein, lesen. Ich war einst Astrid Schildmaid des Waldes. Ich weiß nichts mehr über mein Leben, bevor ich hier erwachte. Doch mein Arm erinnert sich des Schwertes und meine Augen erkennen den Flug von Pfeilen. Und nun leiten mich die Raben. Heute kämpfe ich in Odins Namen gegen Biester und Bestien. Okay. Hast du hier gewohnt? Kann ich irgendwas mit dir machen? Runenstein, ne? Sagt mir jetzt erstmal nichts. Steine. Ich glaube, das könnte unsere Axt werden. Jawollo. So, dann haben wir die Axt auch. Neuer Gegenstand, Steinaxt. Okay, hauen wir mal ein bisschen was um. Mal sehen, was es so gibt. Okay, Bäume halten gut was aus hier. Buchensamen, also kann man die wohl auch wieder einpflanzen. Das finde ich, glaube ich, cool. Oh, warte mal. Ach so, gucke mal. Ich muss die Dinger erstmal kaputt schlagen noch. Wie ist die Axt jetzt schon kaputt? Ach so, nee, wenn ich schwimme, kann ich die wahrscheinlich nicht ausrüsten, ne? Und das wieder diese grunzenden Viecher. Ja. Dann komm mal ran hier. Erledigt. Okay. Kann ich dich vielleicht irgendwie noch Richtung Land schieben? Wie sich hier so schnell alles verbessert. Ich komme überhaupt nicht hinterher. So. Jetzt sag mal nicht. Das ist ja geil. Also musst du Bäume jetzt hier in mehreren Etappen quasi zerlegen. Das ist ein bisschen realistischer auf jeden Fall, wie in den meisten anderen Spielen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Was lag da? Nix. Und hier ist der nächste. Schieben wir den auch mal ans Ufer. Kann ich da auch die Steine da unten rausholen? Feuerstein scheint nochmal was anderes zu sein. So. So, also ich habe bis jetzt immer nur das Inventar mit Tab geöffnet. Ich will gleich mal gucken, ob es vielleicht so mit den klassischen anderen Bautasten B, C und was es da noch so gibt, vielleicht noch andere Sachen gibt. Schauen wir gleich mal. Ansonsten, den Hammer habe ich noch nicht. Dann stellen wir den noch schnell her. Ich finde das cool, dass der immer tropft. Ah, guck mal hier. Jetzt haben wir neue Bauobjekte. B ist es nicht, C ist es nicht. Fertigkeiten, Sprinten. Ah, hier kannst du nachgucken, wie gut du in den Sachen geboren bist. Das finde ich toll. Schaden von anderen Spielern, Trophäen und Valheim-Kompendium. Okay, nee, ich glaube, das ist noch nicht das, was ich will. Aber hier vorne ist der Rabe. Quatsch mal den erstmal an. Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Also, Hajin will, dass wir sesshaft werden. Hammer? Ah, guck mal hier. Maus 2 Baumenü. Verschiedenes. Lagerfeuer. Cool. Holzstoß. Steinhaufen. Kochstelle. Werkbank. Okay. Gut, dann lass uns mal direkt ein Plätzchen suchen, wo wir wohnen können. Also von der Map her, gucken wir mal kurz. Wir sind jetzt hier.
Hier ist der Steinkreis. Ich habe keine Ahnung, wo man so eine Base am besten hinbaut. Aber das hier ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu schief. Ich würde schon ganz gern irgendwo. Oh, könnte der eventuell Agro sein? Das sind Wildschweine. Das ging mir jetzt ein bisschen schnell, muss ich gestehen. Irgendwas habe ich da gerade zerkloppt. Und ich habe, glaube ich, auch ordentlich auf den Deckel gekriegt. Was haben wir denn hier Schönes? Ein leckerer Pilz. Ich kann nicht mehr Pilze essen. Okay. Buchensamen, Feuersteine. Welches ist denn? Das ist die Essensanzeige. Ist das mein Leben hier? Das wäre ja äußerst uncool. Dann wäre ich ja fast tot. Lederreste habe ich bekommen. Okay. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie groß sowas hier. Pass auf, wir bauen jetzt einfach erstmal die Werkbank, so wie die Quest das von uns möchte. Und dann gucken wir mal weiter, weil ich habe ehrlich gesagt null Vorstellung, wie hier irgendwas nachher aussieht. Wir werden wahrscheinlich eh alles neu bauen. Okay, also das Bauen funktioniert so wie sonst auch. Maus 3 ist entfernt. Nee, nicht so entfernen, du Troll. Ach so, ich muss wahrscheinlich einfach Hammer weg und fertig. So. Was willst du? Hajin, du hast eine Werkbank hergestellt. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Gegenstände und gewährt Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Hajin, danke. So, dann lass uns jetzt noch mal gucken. Also erstmal 4 bauen. Oh ja, jetzt guck mal hier. Holzdachkreuz, Holzdach, Holzboden. Holzpfosten, Holzpfosten 1 Meter, Holzpfosten 2 Meter. Okay, das Bausystem wirkt jetzt erstmal auch wieder neu. Wir nehmen mal hier so einen Holzpfosten. Ah, kann ich damit so ein Stelzenhaus bauen? Das wäre natürlich auch mal cool. Wir versuchen das einfach mal. Nehmen wir mal hier einen hin. Und dann so einen Boden da drauf. Oder wie läuft das? Okay. Also das Baumenü ist. Okay, muss ich mich erstmal dran gewöhnen, glaube ich. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Holzstufen. Ah, die Sachen scheinen aber astrein zu snappen. Das muss ich schon sagen. Machen wir mal ein bisschen Licht. Okay, komme ich jetzt so nicht rauf. Muss ich also hüpfen. Nur, ja, das sieht doch gut aus. So, dann lass mal sehen, was wir an der Werkbank noch machen dürfen. Benötigt ein Dach. Okay, so viel dazu. Dann machen wir das doch anders. Ach. Usa. Bye bye. So, jetzt 4 und entfernen. Und jetzt baue ich einfach nochmal eine Werkbank hier oben drauf. Machen wir so. Muss das dann nachher noch ein bisschen. Fehlende Voraussetzungen. Sagt er mir auch was für welche? Oh, ich habe nicht genug Holz. Okay, das ist natürlich schon ein ordentliches Argument. Holen wir uns noch ein bisschen was. Holen wir uns noch ein bisschen was. So, ersten Rutsch haben wir erledigt. Ich fange an zu frieren, na herrlich. Und sehen tue ich auch nicht mehr so super viel. Ach, das ist der Stumpf, ne? Aber ist egal, irgendwas scheint zu passieren. Hauen wir mal drauf da. Ah, 2 Holz gegeben. Und ich kann sogar die Axt und die Fackel gleichzeitig benutzen. Das finde ich richtig cool. Wo sind jetzt die ollen dicken Balken hingeflogen, die wir vorhin hatten? Ist auch ein Stumpf, der Rabe ist wieder da. Du scheinst zu zittern. Wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird dir kalt, wodurch deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesen Fällen solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Okay. Da oben ist der Baumstamm gelandet. Drecksack. Und das hört sich schon wieder an wie einer von diesen Kollegen.
habe ich ihm einfach mal mit der Axt ins Rüber gegeben. Passt. Ich treffe das solle Ding nicht. Muss ich jetzt den anderen Baum auch runterreißen, damit ich das Ding kriege, oder was? Scheint so. Gut, nehmen wir erstmal die kleineren. Ist wahrscheinlich schneller. So viel Holz brauche ich ja nicht. Ich glaube 10, wenn ich das richtig im Sinn habe. Dass wir erstmal die Werkbank aufstellen können nochmal. Passt. So, und jetzt wollte er noch ein Dach darüber haben. Und kommt da jetzt eine Wand hin? Die von unten am besten bauen. Ist hier nicht möglich. Warum nicht? Seite. Warum denn nicht? Kann ich die... Ach, irgendwo kann ich sie hinbauen, aber nicht... Ach, so geht's. Okay, dann machen wir es halt so. Und dann brauchen wir so ein Dachelement. Haben wir hier was? Strohdach. So, zählt das jetzt schon als überdacht hier? Handwerkstation hat nicht genug Schutz. Okay. Also vielleicht noch eine Tür. Haben wir sowas wie eine Tür? Hier haben wir eine Tür. Na super, ich habe es geschafft, mich wieder auszusperren. Machen wir mal Licht an. Den geht nicht von alleine zu. Immer noch nicht genug Schutz. Okay. Gut, dann müssen wir weiterarbeiten. Irgendwann werden wir das ja mal hinkriegen hier. Vielleicht hier noch eine Wand hin. Neben die Tür. So vielleicht. Und dann würde ich hier noch mal ein paar Bodenplatten dran setzen, wenn ich denn noch was habe. Habe ich noch was? Oder ich muss erst noch ein paar von denen dann runtersetzen. Das wird sein. Ach so, das geht nicht. Baumenü platzieren, Umschalt links. Wenn ich das so mache, kriege ich dann wieder was hin, dass ich dann mehr Fundamente dran setzen kann, weil das ist ja im Prinzip alles, was ich will. Ich will ja einfach nur den Boden ausbauen. Doch, das sah gut aus. So, also mit der Steuerung muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, muss ich sagen. So, jetzt wieder den Hammer in der Hand und hier wieder so ein Ding dran. Geht nicht. Wie mir scheint. Doch. Fehlende Voraussetzung. Holz fehlt wieder. Okay, das heißt also, wir müssen eine Menge Holz kloppen. Dann lass uns das doch einfach mal weitermachen. Dann haue ich jetzt mal den Baum hier weg, dass ich da oben an meinen Holzbalken reinkomme. Na, das hat ja schon mal super geklappt. Jetzt müssen hier ganz viele Balken rumliegen. Die Hälfte liegt schon im Wasser, super klasse. So, guck mal. Er will, dass wir ein Feuer bauen und wir haben noch nicht mal eine Werkbank hinbekommen. Boah, wie oft muss man die denn zerhauen? So, Fackel. Sorry, ich vergesse auch immer, die Fackel in die Hand zu nehmen. Das wird auch vieles leichter machen. Ach, und meine Axt ist jetzt auch noch kaputt, oder was? Kann ich die reparieren?
hergestellt. Ist einfach, um Bäume zu fällen. Haltbarkeit ist auf 0. Man muss sich eine neue bauen, so wie es aussieht. Brauche schon wieder Steine für. Und Holz. Also laufen wir mal ein bisschen rum. Sammeln mal Holz und Steine. Holz sehe ich jetzt nicht so das Riesendrama, aber Steine sehe ich tatsächlich ein Drama. Mal gucken, wo wir die herkriegen. Wir werden gleich mal gucken, ob es irgendwo noch eine Spitzhacke gibt. Ich könnte was zu essen vertragen. Es war noch ein Pilz. So, die Gefahr, die ich hier jetzt sehe, ist, dass ich mein Zuhause gleich nicht mehr wiederfinde. Es fehlt immer noch ein Stein und ein Holz oder zwei Holz sogar. Also mit dem Holz sehe ich keinen Stress, können wir gleich einfach einen kleinen Baum kaputt machen, aber die Steine, die müssen irgendwo, müssen wir da noch welche finden. Da. Dann hauen wir dich mal kaputt. Ich glaube, dann reicht schon. Ei. So, tauscht er die jetzt einfach aus? Nö. Die kann ich wegtun. Ah ja, okay, perfekt. So. Dann wieder zurück nach Hause. Weiter unsere Baumstämme zerkloppen. Okay, cool. So, also vom ersten Eindruck her, es ist auf jeden Fall was, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Und ich denke, das werde ich auch in der ersten Offscreen-Session gleich mal machen. Das heißt, ich werde mal noch ein bisschen Holz farmen, ein bisschen hier im Umkreis bleiben, mich mit dem Bausystem noch mal ein bisschen auseinandersetzen, so dass wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall die Hütte vorankriegen und die Quest dann noch ein bisschen weiter bauen können. Weil das ist echt, muss ich sagen, ich muss gestehen, ich komme, glaube ich, noch nicht so richtig klar mit der ganzen Nummer hier. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Nehmen wir den Baum noch weg. Wenn wir denn dürfen. Ach so, die Story. Ach, das tut auch noch weh, wenn die gegen einen gegenrollen. Das ist nicht cool. So, komm. Kaputt. Komm her. Ich habe keine Ausdauer, deswegen mache ich wahrscheinlich nicht so viel Schaden. Leute, was machst du denn? Warum rennst denn du weg, Kollege? Danke. So, und dann packen wir die Fackel mal ein. Es wird nämlich jetzt hell, glaube ich. Kann ich da so? Ach guck mal, kann ich auch einfach so drauf hüpfen. Aber so parkourmäßig da dranhängen geht nicht, ne? Ne, muss ich mich definitiv hier drauf hüpfen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er das noch nicht als sicher deklariert. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, wir wollten ja, das war ja der eigentliche Hintergrund, hier noch eine Wand reinsetzen. Boden, meine ich. So, und dann würde ich hier gerne eine Wand dran packen. Und hier eine Wand. Und hier eine Wand. So, dann reißen wir das Ding nochmal ab und bauen es nochmal neu. So, und jetzt benötigt ein Dach. Okay, das ist ja kein Problem. Das hatten wir ja eben schon, das Thema mit dem Dach. Jetzt würde ich aber doch das Dach so rumbasteln wollen. Und dann dieses Element abreißen. Und dann hatte ich gesehen, gibt es hier die Dinger. Und das würde ich dann eigentlich da reinsetzen. Passt auch. Sehr cool. So. Hammer wieder weg. Jetzt dürfen wir an die Werkbank. Guck mal, jetzt können wir auch mehr Sachen bauen. Ich würde aber, wie gesagt, jetzt für den ersten Step sagen, heute machen wir Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da.
Tipps zu diesem Spiel gerne in die Kommis. Jetzt nicht so spoilermäßig, sondern eher so in die Richtung Sachen, die ich jetzt zum Gameplay, die mich da weiterbringen. Steuerung, Baumenü, solche Geschichten halt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier morgen wieder für eine neue Folge Valheim. Vielen Dank, freue mich schon. Tschüss.